dem wir an dem Rahmen die Abdeckung für Kabel und Züge ausgetauscht haben und verdeckt haben. Nun kommen wir zur Montage der Gabel und des Lenkers. Dazu brauchen wir natürlich die Gabel, Vollcarbon. Ich habe sie gewogen. Sie wiegt ohne diese Kunststoffschiene 363 Gramm, aber auch ungekürzt. Dann brauchen wir natürlich den Lenker. Und da haben wir hier ein Schmuckstück. Das ist ein Pro Evo Stealth Lenker. Eigentlich gut zu bekommen, nicht ganz günstig, wiegt 405 Gramm, ist eine Kombination aus Aluminium und Carbon. Interessanterweise, ich weiß nicht, wie sie das genau gemacht haben, aber dieser Teil hier vorne, ungefähr bis hier, ist Aluminium. Sieht man auch schön an der Innenfläche hier. Der Rest ist Carbon, hat auch schön Führung, um die Züge zu verstecken. Das gefällt auch. Kann man überall bekommen. Was ich nicht wusste, ist, in Europa wird er vertrieben von Shimano. Ich weiß nicht, ob das ein Original Shimano-Produkt ist oder nicht. Auf jeden Fall scheint das qualitativ unstrittig zu sein. Mir gefällt der sehr gut, auch optisch. Ich finde das ziemlich schick hier mit dem Ausschnitt. Und was man so liest, ist eigentlich nur Gutes darüber. Aber dafür kostet das gute Stück auch 300 Euro. Mit 405 Gramm ist er etwas leichter als die übliche Kombination aus Lenker und Vorbau. Diese Version ist die kürzeste mit 90 mm Vorbaulänge und relativ schmal mit 42 cm. Das entspricht dem, was ich immer so fahre. Ich bin halt auch von der Schulterbreite her nicht so ein Schrank, dass ich da was Breiteres bräuchte. Was man an dem Lenker noch ganz gut sehen kann, ist, der hat ein aerodynamisches Profil, was natürlich dazu führt bei dieser Konstruktion, dass man die üblichen Tachohalterungen nicht montieren kann. Dafür gibt es hier unten zwei Schrauben, für die man ein besonderes Teil braucht. Das habe ich selber bei eBay gefunden, made in China. Gibt es aber nicht so ganz viele Hersteller, auch von ProVibe konnte ich nichts Vernünftiges finden. Insofern ist das erstmal die Wahl der Dinge. Nicht so ganz leicht, liegt es in der Hand. Wenn ich das jetzt einmal wiege, sind das mit allen Anbauteilen inklusive einer Halterung für eine Garmin Varia Frontleuchte oder eine GoPro 35 Gramm. Macht den Kohl nicht fett. Aufgefallen ist mir direkt beim Ausprobieren mit meinem Tacho, dass die mitgelieferte Garmin-Halterung nicht passt. Es hat entweder hier mein Tachohersteller da ein bisschen enge Toleranzen oder der chinesische Halter ist Mist. Glücklicherweise ist das aber natürlich Standard, sodass man auch einen anderen da montieren kann von einem anderen Tachohalter. Kein Problem, aber nicht so ganz schön, muss ich sagen. So, dann schrauben wir das Ganze mal zusammen, zumindest mal, um zu sehen, ob das funktioniert. Schraubensicherung lasse ich jetzt erstmal bewusst weg, weil ich erst sehen will, dass es geht, bevor ich da das Ganze so fest zusammen mache, dass man es nicht oder nur mit etwas Gewalt auseinanderkriegt. Zum Schluss werde ich aber sicherlich ein bisschen mittelfeste Schraubensicherung dran machen.
Ist das ein bisschen, hier ist es ein bisschen sehr eng. Dann schieben wir den bis an den Anschlag nach vorne. So, jetzt sitzt das da ganz gut drauf. Seht ihr das? Sieht eigentlich erstmal auch im Profil ganz anständig aus. Und dann nehmen wir unseren wunderbaren Hammerhead Karo 2, der glücklicherweise auch einen Garmin-Adapter hat, und setzen den da drauf. Und ich persönlich muss sagen, das sieht ganz gut aus. Und das ist auch schön auf einer Höhe alles. Sieht man das? Ja, ne? Das gefällt mir doch sehr gut. Für die Montage der Gabel, des Steuersatzes und des Lenkers, um die Länge des Gabelschafts richtig zu bestimmen, nehme ich das Ganze erstmal nochmal wieder auseinander, beziehungsweise baue zumindest den Halter ab, damit mich das dann nicht stört. Zum Lenker und der Gabel brauchen wir natürlich auch noch den Steuersatz. Dieser wird von Bowman mitgeliefert, ohne Spacer, die braucht man extra. Aber meistens hat man ja irgendwo noch welche zu Hause liegen, wenn man dann welche benötigt. Und ein bisschen Fett, damit das alles nicht quietscht und gut ineinander flutscht. Den Steuersatz habe ich natürlich auch einmal gewogen. Der wiegt 95 Gramm. Die Gabel wollen wir natürlich kürzen. Die ist so natürlich, ist der Schaft ein bisschen sehr lang. Habe noch nicht ganz entschieden, ob ich die schon so weit kürze, dass ich ohne Spacer fahre. Wir bauen jetzt erst alles zusammen, lassen den Fein oben rausstehen, um die richtige Länge abzumessen, und danach wird der hier schön einmal abgesägt. Wenn wir dann die Gabel gekennzeichnet haben, sagen wir mal, wir machen hier eine Linie, wenn wir es halbwegs zusammengebaut haben oder vorläufig zusammengebaut haben, sägen wir sie ab. Auch was, was man natürlich nur einmal machen kann, wenn man es direkt sehr kurz abschneidet. Im Anschluss wiegen wir dann das Teil, das wir abgesägt haben, um unser finales Gabelgewicht zu kennen. Jetzt nehmen wir die Gabel und die anderen Teile, setzen sie lose zusammen, um die richtige Länge des Gabelschaftes zu markieren. Das heißt, man sieht ja, das ist hier etwas größer im Durchmesser. Das heißt, hier gehört vom Steuersatz das größere Lager hin. Das passt auch nur in eine Seite eigentlich anständig drauf. Dann füllen wir das Ganze von unten ein. Zack, siehe da. Passt sogar. Dann nehmen wir das kleinere Lager. Und das hat oben so eine Faser am Rand. Ich hoffe, das sieht man in der Kamera. Die gehört nach unten, damit sie hier schön in die Passung im Steuerrohr reinpasst. Es gibt noch eine Faser auf der Innenseite des oberen Lagers. Da gehört dieser Ring rein. Und zwar genauso, wie ich ihn jetzt zeige. Der hat nämlich die passende Faser auf der Außenseite. Der ist aus, in diesem Fall aus Kunststoff, manchmal ist er aus Aluminium. Der kann sich so ein bisschen anpassen. Das dient einfach nur zur Führung des Rohrs, damit das hier nicht so hin und her schlackert und damit die anderen Teile nicht auf dem stehenden Teil des Lagers reiben und somit zusätzliche Reibung verursachen. Also rein damit. Fertig. Dann gibt es dazu noch einen Deckel, der manchmal aus einem Ring, der gerade runterfällt, besteht. Kleiner Metallring. Ja, eben sauber machen, damit wir da jetzt nicht schon einen Dreck drin haben. Drauf damit. Und ein Deckel. Natürlich hier auch wieder schön mit Logo. Drauf damit. Jetzt würde das Ganze so natürlich wieder sofort rausrutschen, weil es nirgendwo fixiert ist. Damit das nicht passiert, nehmen wir unseren Lenker. Da habe ich jetzt die Schrauben schon so weit gelöst, dass der lose ist und somit leicht drauf gehen sollte.
So hält der Spaß jetzt. Ich finde, das sieht schon ganz nett aus. Und jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir die richtige Länge haben wollen. So ist natürlich schön. Das ist das Minimum, muss man sagen. Das Ganze nochmal kurz aus einer anderen Perspektive, damit man das auch wirklich schön sehen kann. Ist jetzt mit der Beleuchtung hier ein bisschen schwierig. Ist leider kein professionelles Studio. Aber ich denke, man kann das auch so ganz gut erkennen. So, bevor ich jetzt die Markierung zum Absägen dran mache, habe ich, wie ihr seht, doch nochmal einen ca. 1 cm hohen Spacer dazwischen gepackt, damit ich nicht zu viel abschneide und nachher irgendwann ein Problem kriege, wenn mir das Steuerrohr zu kurz wird, weil mir die Geometrie nicht ganz passt. Und so lieber nachher nochmal absägen, als jetzt zu viel abschneiden. Zum Markieren nehme ich ganz einfach ein Messer und mache hier an verschiedenen Stellen so ein leichter Kratzer ins Rohr, damit ich das der Säge wiederfinde. So. Und dann nehmen wir das Ganze wieder auseinander. Da sieht man dann die Markierung hier. Und die sägen wir jetzt ab. Gestern hatten wir hier noch die Markierung dran gemacht für die Länge des Gabelschaftes. Und jetzt sägen wir den ab. Dafür brauchen wir natürlich unsere schöne Gabel und eine anständige Säge. Idealerweise eigentlich auch noch einen Schraubstock. Den habe ich hier in meinem hübschen Man Cave, aber leider nicht. Da muss das leider so gehen. Naja, geht auch. So, wichtig ist natürlich, dass wir halbwegs gerade sägen. So, dieses kleine Stück wiegen wir natürlich gleich noch, damit wir wissen, dass unsere Gabel wirklich wiegt. So ganz schön ist das mit der Schnittkante nicht geworden. Und das ist auch klar, wenn man das so macht, ohne Schraubstock. Den Grat, der entstanden ist, machen wir noch eben ein bisschen schön. Fertig ist die abgeschnittene Gabel. Jetzt haben wir das Ganze gekürzt, plan geschliffen oben, weil mit dem Absägen auf dem Schoß wird das nicht so schön gerade wie im Schraubstock. Der Abschnitt wiegt 24 Gramm, wenn ich es richtig im Kopf habe, sodass wir jetzt ein Gesamtgewicht von der Gabel von 329 Gramm haben und eine Gabelschaftlänge von 22 cm. Jetzt fangen wir an, das Ganze schön einzufetten. Das ist schon mal drin. Wie vorhin angekündigt, den Spacer drauf. Und wo ist der Lenker? Da. Nun den Lenker drauf. So, Lenker drauf. Der Lenker hat eine Aufschrift, dass man ihn bitte mit 5 Newtonmeter anziehen möge. Das machen wir jetzt noch nicht. Machen wir das erstmal nur so handzahm, damit der hält. Wir müssen das ganze Lagerspiel und so ja eh nachher noch einstellen.
In diesem Fall können wir jetzt erst anfangen, oder ist es uns möglich, dass wir jetzt erst anfangen, den Expander reinzusetzen. Der Expander ist hier etwas anders als bei anderen Steuersätzen. Und zwar hat der hier oben so einen Rand. Das heißt, er fällt uns nicht durch. Das sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick so aus, als würde der auf dem Lenker aufliegen. Tut er aber nicht. So, kräftig anziehen. Kleinen Spacer drauf. Und den Deckel.